Die Werbestelle der Polizei in der Winzerer Straße 54. Gesine hat einen Termin bei Jürgen Bald, dem Leiter der Werbestelle, denn sie möchte Polizistin werden. Das Vorstellungsgespräch ist aber nicht mit einem in der freien Wirtschaft zu vergleichen. Zwar hat sie auch eine Bewerbungsmappe geschickt, aber das Vorstellungsgespräch dauert knapp 2 Stunden. Und dabei geht es darum, dem Bewerber erst einmal zu erklären, was beim Job des Polizeibeamten auf einen zukommt und welche Bedingungen man erfüllen muss. Beispielsweise muss man mindestens 1,65 Meter groß und zwischen 17 und 25 Jahre alt sein. Wenn der Interessent nach diesem klärenden Gespräch immer noch bereit ist, Polizist zu werden, wird ein Bewerbungsbogen ausgefüllt und die Karriere kann beginnen. Die Ausbildung dauert im mittleren Dienst 29 Monate und findet in einem unserer Ausbildungsstandorte bei der Bereitschaftspolizei statt. Die Ausbildung ist gegliedert in 5 verschiedene Ausbildungsabschnitte. Die jungen Leute machen natürlich bei uns sehr viel, haben sehr viel Unterricht, werden also natürlich sowohl im rechtlichen Bereich als auch im praktischen Bereich intensiv geschult. Nach einem Jahr absolvieren sie bereits ein einmonatiges Praktikum in Uniform draußen bei einer Polizeiinspektion und im 21. bis 23. Ausbildungsmonat nochmal ein 3-monatiges Praktikum, bei dem sie dann noch richtig mitarbeiten und die Polizei sozusagen live erleben. Außerdem sollten Anwärter vorher noch nicht im Konflikt mit dem Gesetz gestanden haben oder finanzielle Schwierigkeiten haben. Schlechte Noten im Schulzeugnis sind erstmal kein Ablehnungsgrund, sofern der Bewerber sie erklären und die Beamten von seinem Willen, Polizist zu werden, überzeugen kann. Die Art des Schulabschlusses entscheidet, ob man in den mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst kommt. Ja, im mittleren Dienst ist es so, dass die Leute mit 17 Jahren eingestellt werden können. Einstellungsvoraussetzung ist neben den allgemeinen Erfordernissen natürlich die mittlere Reife oder alternativ der qualifizierende Hauptschulabschluss mit der abgeschlossenen Berufsausbildung. Im mittleren Dienst erkennt man leicht daran, das sind die Leute, die grüne Sterne auf den Schulterklappen haben. Im gehobenen Dienst ist es so, da verlangen wir als Zugangsvoraussetzung Abitur oder Fachabitur. Und die Leute sind natürlich dann auch schon älter, in der Regel 18, 19, 20 Jahre und haben nach ihrer Ausbildung den Status Polizeikommissar und bekommen somit einen silbernen Stern auf die Schulterklappen. Grundsätzlich kann man sich jeden Tag bei der Polizei bewerben. Es gibt aber 2 Einstellungstermine im Jahr, 1. März und 1. September. Wer an einem dieser beiden Tage seine Ausbildung beginnen möchte, sollte sich mindestens ein Jahr vorher bewerben. Also in der Ausbildung verdienen die jungen Leute 800 Euro im ersten Ausbildungsjahr, im zweiten Ausbildungsjahr bereits 1400 Euro netto. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut dabei. Die Ausbildungsvergütung ist in Ordnung. Wir weisen allerdings darauf hin, die Leute sollen sich bitte nicht wegen der guten Ausbildungsvergütung alleine für den Polizeiberuf entscheiden. Da brauchen wir schon ein paar handfeste Argumente mehr, weil das ist einfach eine Entscheidung fürs Leben. Wer genommen wurde, muss sich erstmal einem Sport- sowie einem Charaktertest unterziehen. Die Bewerber werden bei uns im Rahmen der Einstellungsprüfung auch im sportlichen Bereich geprüft. Sie haben bei uns folgende Übungen zu absolvieren, nämlich einen Pendellauf, einen Springen über die Kleinbank, Sit-Ups, dann ein Bankdrücken, den sogenannten Cooper-Test und im Schwimmen werden sie auch noch geprüft. Wir prüfen die charakterliche Eignung des Bewerbers vorwiegend im multimodalen Interview. Das heißt, der Bewerber wird in einem 4-Augen-Gespräch 45 Minuten lang von einem unserer geschulten Moderatoren befragt, hinsichtlich seiner persönlichen Einstellungen, auch zu seinen Einstellungen zum Polizeiberuf und natürlich auch zu seinem Lebenslauf. Das wird dann anschließend entsprechend bewertet. In der sogenannten Gruppenaufgabe wird sein Sozialverhalten innerhalb der Gruppe bewertet. Sie müssen dann auch eine Aufgabe lösen, die innerhalb der Gruppe zu lösen ist, die innerhalb der Gruppe dann entsprechend gelöst werden muss, damit man bewerten kann, ob diese Menschen auch teamfähig sind. Speziell für München gibt es noch ein Sonderprogramm. Für dieses können sich Quereinsteiger, die zwischen 24 und 34 Jahre alt sind, bewerben. Die Ausbildung dauert hier nur 20 statt 29 Monate. Nach dieser Ausbildung verbleiben die jungen Beamten noch ca. 1 bis 2 Jahre bei der Bereitschaftspolizei in einer sogenannten Einsatzhundertschaft, machen dort geschlossene Einsätze bei Fußballspielen, Demonstrationen, Open-Air-Konzerten und so weiter. Danach werden sie zur Polizeiinspektion versetzt. Dort werden sie dann natürlich nochmal mindestens ein halbes Jahr von einem Einweisungsbeamten betreut und danach sind sie sozusagen fertig ausgebildete Polizeibeamte.
Eine Spezialisierung bereits in der Ausbildung, beispielsweise in Richtung Mordkommission oder Drogendezernat, ist nicht möglich. Dafür darf man einen Wunschstandort angeben, an dem man später eingesetzt werden möchte. Die Beamten in Ausbildung dürfen nach Beende der Ausbildung natürlich einen Wunsch äußern, wo sie verwendet werden möchten. Aber ich muss dazu sagen, dass dienstliche Belange immer Vorrang haben. Um das Ganze im Vorfeld etwas zu selektieren, haben wir eine sogenannte Ranglistenentscheidung. Das bedeutet, der Bewerber kann sich mit Abgabe der Bewerbung entweder für die Rangliste Bayern oder für die Rangliste München entscheiden. Im Regelfall ist es so, dass er auf der Rangliste Bayern dann auch bayernweit auf einer Dienststelle verwendet wird. Er kann dann seinen Wunsch äußern und wir schauen dann, ob wir das ermöglichen können. Auf der Rangliste München ist es so, dass der Bewerber von Haus aus für den Dienst beim Polizeipräsidium München vorgesehen ist. Er kann dann allerdings nach einer Mindestverweildauer von 10 Jahren sich wieder zu einer anderen Inspektion versetzen lassen. Also im Prinzip gibt es genügend Bewerber in München. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir speziell im Ballungsraum München natürlich ein paar Probleme haben, die andere Präsidien in Bayern nicht haben. Wir haben zum Beispiel relativ hohe Lebenshaltungskosten, das vielleicht manche Bewerber auch abschreckt. Natürlich haben wir das Problem, dass wir in Konkurrenz stehen zur freien Wirtschaft. Die Leute, die wir suchen, die sucht auch die freie Wirtschaft. Gute Schüler haben in München ohne weiteres die Möglichkeit, ihren Wunschberuf zu finden und auch einen Ausbildungsplatz dafür zu finden. Wir stellen manchmal fest, dass viele Leute vielleicht gar nicht in Erwägung ziehen, sich bei der Polizei zu bewerben. Da sind wir dran, dass wir das Berufsbild Polizeibeamter wieder besser transportieren. Aber das können wir nicht alleine machen als Einstellungsberater oder als Werbestelle, sondern dafür brauchen wir natürlich die Mithilfe aller Kollegen, die draußen den Dienst verrichten. Wer sich ein ausführliches Bild über den Beruf des Polizeibeamten machen möchte, sollte am 12. Juli ab 11 Uhr in der Rosenheimer Straße 130 vorbeischauen. Bei der dortigen Bereitschaftspolizei findet ein großer Informationstag statt. Um telefonische Voranmeldung unter den eingeblendeten Nummern wird gebeten. Wir möchten den Polizeiberuf so darstellen, wie er in der Realität auch ist. Wir möchten den jungen Leuten Chancen bieten, die sie später auch erreichen können. Das bedeutet, wir haben bei diesem Berufsinformationstag natürlich Einstellungsberater hier, die das Ganze auch organisieren. Aber wir haben natürlich auch Leute da von der Einsatzhundertschaft, die die Ausbildung repräsentieren, die auch den Dienst bei der Einsatzhundertschaft repräsentieren, der ja auf alle Polizeibeamten nach ihrer Ausbildung zukommt. Wir haben Kollegen da von der Verkehrsüberwachung, vom Verkehrsunfallkommando und von der Polizeiinspektion. Natürlich das Wichtigste, die Leute sollen sehen, wie ist denn der Dienst später auf der Inspektion im Schichtdienst bei der Streife. Auf Spezialeinheiten wie Hunde- oder Motorradstaffel wird man an diesem Tag aber vergeblich warten müssen. Also wir möchten ja ehrlich sein zu den Bewerbern. Wir möchten ihnen nicht vorgaukeln, dass sie zur Polizei kommen und danach einen Hubschrauber bekommen, ein Motorrad oder ähnliches, sondern wir sagen ihnen klipp und klar, wir stellen ein für den uniformierten Polizeivollzugsdienst, das heißt in allererster Linie Schichtdienst. Unfälle aufnehmen, Anzeigen entgegennehmen und. Das ist unser normales Tagesgeschäft, das ist auch sehr interessant. Es wäre nicht ehrlich, wenn wir den Leuten vorgaukeln würden, dass wenn sie bei uns beginnen, dass sie danach gleich einen Hund bekommen oder ähnliches. Das sind Dinge, die können sie natürlich erreichen, wenn sie ehrgeizig sind und wenn sie alle Voraussetzungen mitbringen. Aber wir können das natürlich nicht garantieren. Neben dem Informationstag am 12. Juli gibt es noch andere ständig erreichbare Anlaufstellen. Ja, die beste Anlaufstelle ist natürlich hier bei uns in der Werbestelle, hier in der Winzerer Straße 54 in Schwabing. Oder die Leute können sich natürlich auch auf jeder Polizeiinspektion, auf jeder Polizeidienststelle erkundigen, durchfragen. Das läuft dann schon bei uns zusammen. Natürlich, großes Informationsmedium ist immer das Internet. Da laufen dann alle Informationen letztendlich bei uns zusammen.